Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Kolosseum. Nein, ich hätte nicht gedacht, dass ihr bis zu mir kommen würdet. Es geht natürlich direkt wieder spannend weiter. Zum Glück keine dunkle Aura. Okay, die Hälfte. Okay, nächste Runde habe ich beide besiegt. Oder auch nicht. Wobei Nachtara das auch hinkriegen müsste. Rasierblatt und Finte. Biss. Wieso auf Artillerie? Was mache ich? Das greift sowieso zuerst an. Okay. Was ist die Platte und was? Diesmal reicht's dafür. Wie es mit Dummies. Ach, jetzt schickt der noch Keife rein. Mit einer dunklen Aura. Sehr viel Dank. Oh Mann, was ist das? Dass ich so schnell verlieren würde. So kann ich mich dann nicht bei Madame Venus blicken lassen. Hier steht niemand. Viermal Hyperball, gut. Ich halte trotzdem aus Gewohnheit die ganze Zeit, schon das ganze Spiel über, halte ich die ganze Zeit B gedrückt. Hier kommt hier der Stoß, ich werde Venus beschützen. Ja, die hat bestimmt ein Krypto-Pokémon. Was habe ich gerade gesagt? Oh nein. Ich werde verlieren. Corazon zu schwächen bringt ja auch nichts. Nein, defekt. Geheimposten-E-Mail. Mach ich einfach mal Body. Checks-E-Mail. Mein Tax ist raus, damit wird es nur Geheimpower. Ach, das wird nichts. Kann ich vergessen. Ja, toll. Ach, wenn dann auch sowas passiert. Mein Gott. Ja, top.
Wer hat Noxus tot? Ich mach's einfach. Ich hab ja schon öfter mal Beleber gefunden. Ich nehme Hariyama. Einfach weil es so viel KP hat. Fliegen. Warum auch immer ich jetzt mit noch Hariyama. Achso, mit noch arabischer Hariyama geheilt. Ja, Hariyama bitte. Trank. Ich hoffe jetzt einfach, dass es... Ah, guck, wenn dann noch sowas... Jetzt mal ernsthaft. Was soll man dazu noch sagen? Doch, komm. Ja. Ich weiß, du krebst dich ein. In der Zwischenzeit besiege ich dieses Corazon. Oh Mann. Wieso habe ich Hariyama geheilt, Mann? Ja, Konfustroller, aber da habe ich sowieso kein Glück mit. Ja, war klar. Das Hariyama wird sich nicht einmal irgendwie. Es ist lächerlich eigentlich. Auf die Taktik. Ich meine, sich so die ganze Zeit zu heilen ist low, aber. Ha! So. Ich mach's jetzt einfach ganz dreckig. Ja, Hauptsache du kannst wieder angreifen. Hat Hariyama bisher einmal angegriffen? Ja, jetzt greifst du bestimmt an, wo es richtig sinnloser Scheiß ist. Ah, okay. Nicht mal da. Ja, es hat's geholt. Jetzt, komm. Man kann's vergessen. Aber es hat mir in irgendeiner Hinsicht dann schon geholfen. Ich will jetzt nicht so runter machen. Und wer beschützt mich? Niemand. Am liebsten würde ich in deinen Zug steigen und irgendwo hin verreisen.
Bevor ich sie wieder ärgere, gebe fahre ich zum Labor und treffe mich mit Professor Kulpa. Nein, nicht schon wieder. Du kannst mich doch nicht immer verfolgen. Venus alle zurück. Jetzt, wo sie uns gesehen haben, können wir unmöglich ins Labor. Oh, gut. Schattenglas, okay. Ich schlage vor, die Folge heute eher zu beenden. Ich gehe jetzt nochmal schnell zurück heilen. Ich weiß echt nicht, was hier los ist. Mit etwas Glück kann ich nochmal gegen die hier kämpfen. Ja, soweit war es jetzt nicht mal weg. So, jetzt kann ich noch speichern. Yep. So. Das war's mit der Folge. Und dann tschüss.